Wenn wir auf die Natur blicken, sind die Schlussfolgerungen, die man ziehen muss, etwas dramatischer. Es beginnt in diesen Tagen eine Weltnaturkonferenz, nicht Klima, sondern Natur. Und ich möchte über das, was da passiert, also über Artensterben, aber auch über die Veränderung eben dieser Umwelt, in der wir leben, reden mit zwei Männern, die eigentlich ihr Leben dem Thema Natur gewidmet haben. Der eine ist ein Abenteurer. Er hat Nord- und Südpol zu Fuß durchquert, erreicht, besser gesagt. Er kennt das Polarmeer sehr gut. Der andere ist Biologe, Naturwissenschaftler. Er ist Generaldirektor des Naturkundemuseums in Berlin und beschäftigt sich eben dort auch besonders mit den Arten. Herzlich willkommen. Hier sind Arvid Fuchs und Professor Johannes Vogel. Hallo, schönen guten Abend. Zwei Männer, die ihr Leben der Natur gewidmet haben, und dann heißen sie auch noch so, Herr Fuchs, Herr Vogel, schön, dass Sie da sind. War das bei Ihnen beiden eigentlich so, dass Sie von Anfang, also als Kinder schon wussten, das ist das Feld, auf dem ich bleiben werde in meinem Leben? Also bei mir war das ganz sicher so. Also ich bin mit den Büchern von Fridtjof Nansen und so weiter groß geworden und mit den Seefahrern, komme aus Schleswig-Holstein, bin an der Nordsee groß geworden teilweise. Also das liegt in den Genen, glaube ich. Bei Ihnen auch in den Genen? Voll, voll. Ich bin als Biologe wissen Sie das, ne? Mein Vater hat ein bisschen gejagt. Wir sind durch den Schnee gestapft, haben, damals gab es noch Schnee, haben Tiere beobachtet. Da bin ich nie wieder von losgekommen. Und Sie haben die Ururenkelin von Charles Darwin geheiratet? Ja, oder Sie mich. Kann man sich drüber streiten. Aber irgendwie haben wir uns gefunden, ja. Okay. Herr Fuchs, man kennt Sie als ein Abenteurer. Seit 1977 machen Sie diese Expedition. Das musste ich nochmal nachlesen. Am Anfang ging es gar nicht um Klimawandel. Und trotzdem, wenn man sich mal die ersten Bilder anguckt oder mit die ersten von den Expeditionen, die wir sehen, sieht man natürlich, da ist sehr viel Eis mit bei. Und es ist wirklich auch etwas, wo man sein Leben durchaus mit ins Spiel bringt, wenn Sie eben mit dem Schiff da stecken bleiben oder eben wenn Sie dann zu Fuß die Arktis und die Antarktis bewandern. War das Abenteuer, was Sie damals gereizt hat vor allem? Ja, also wie ich aufgebrochen bin, bin ich nicht aufgebrochen, um irgendwie über Umweltprobleme zu berichten, sondern es war das große Abenteuer, die Lust an diesem archaischen Leben draußen in der großen Natur zu leben, mit einfachen Mitteln. Es ist auch so eine Auseinandersetzung natürlich mit seiner eigenen Leistungsfähigkeit, selbst, ne? Mental und physisch. Das geht ja beides zusammen. Aber wenn man so etwas macht, dann wird man automatisch zu einem guten Beobachter. Das heißt, das ist ja meine Lebensversicherung, dass ich einen aufziehenden arktischen Sturm rechtzeitig erkenne. Weil wenn ich das nicht tue, dann erfriere ich. Also der Natur ist es ja immer egal, ob ich bestehe oder nicht. Und insofern wird man aufmerksam dann eben auf Veränderungen, die so ganz subtil erstmal geschehen und man selbst unsicher ist, ob das nur so eine subjektive Wahrnehmung ist oder eine Laune der Natur oder ob das eine Tendenz ist. Und da bin ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Geben Sie mir mal ein Beispiel. Also wann haben Sie zum Beispiel gemerkt, also hier passiert etwas, das ist anders als das, was ich jetzt erwartet habe? Wann hat das begonnen wirklich? Also es hat in den 90er Jahren begonnen, wie wir die Nordwestpassage, also diese legendären Seewege durchgefahren sind. Da waren wir an der Küste Alaskas im Norden, Point Barrow, so ein kleines Dorf auf Permafrostboden gebaut. 10 Jahre später sind wir wieder dort gewesen und dieser Permafrostboden war aufgetaut. Das heißt, diese Häuser, wo Menschen seit Tausenden von Jahren gesiedelt haben, das ist dann nicht mehr hart wie Beton der Boden, sondern so ein weiches Konglomerat. Das Meer ist länger eisfrei. Es gibt mehr Stürme und die Stürme generieren Wellen, die dann auf diese aufgetaute Küste prallen und der Erosion Tür und Tor öffnen. So, und das hat natürlich Auswirkungen auf die Menschen, die dort leben. Die Siedlungen müssen umgesiedelt werden. Das ist etwas, was zuallererst im arktischen Raum passiert ist. Und das ist wie so eine Art Frühwarnsystem der Natur. Und das wurde mir relativ schnell klar, auch gerade nach Rücksprache mit Wissenschaftlern, die ja damals auch schon lange davor gewarnt haben. Der Club of Rome hat sich 1972 gegründet. 72, ganz genau. Wir haben jetzt Bilder von Ihrer Expedition in diesem Jahr. Ocean Change nennt sich das. Man sieht, dass Sie immer noch abenteuerlich unterwegs sind, wenn Sie eben da, nicht jedermanns Sache, in so einem Schiff zu sein. Und Sie machen das eben jetzt unter
anderem, um Daten zu sammeln. Das heißt also, sie gucken nach der Wassertemperatur, sie gucken nach dem Eis. Was können Sie uns erklären, was haben Sie in diesem Jahr vor allem vorgefunden, wenn es zum Beispiel um die Wassertemperaturen geht? Also das Eis nimmt ab, das Salzwassereis, das weiß man ja auch, und zwar dramatisch schnell. Wir haben jetzt es schmilzt einfach, aber nicht nur das Salzwassereis schmilzt, sondern Grönland als die größte Insel der Welt verliert dramatisch viel an Eismasse. Einige Gletscher haben ihre Fließgeschwindigkeit verdoppelt. Das heißt, ein gegenteiliges Prinzip als in den Alpen, wo sie einfach abtauen. Dort entleeren sie das Inlandeis in einem viel höheren Tempo. Das wiederum bedeutet, dass sich der Salzgehalt des Meeres verändert, weil so ein hoher Süßwassereintrag drin ist, was wiederum Auswirkungen auch auf die atlantische Zirkulation hat. Und wir haben festgestellt, aufgrund dieser Messung, dass die Seewassertemperatur dort in grönländischen Gewässern um 3 bis 5 Grad über den zu erwartenden Temperaturen lag. Und wenn man dann weiß... Man weiß ja, das ist 4 Grad sowieso nur, das Wasser. Ja, 4, 5 Grad, vielleicht mal 6 Grad, aber das ist dann fast eine Verdopplung der Temperatur. Und das hat wirklich dramatische Auswirkungen, Herr Vogel wird es bestätigen können, gerade auf Fischpopulationen. Mhm. Also ein Dorsch reagiert unglaublich sensibel auf Zehntelgrade Wassertemperaturunterschiede. Mhm. Der zieht dann weg, geht woanders hin, andere Spezies ziehen vielleicht nach, aber es bringt eben alles durcheinander. Und deshalb sage ich auch immer, es ist alles miteinander verzahnt. Also und wenn man dann schöne Bilder sieht, und Sie haben schöne Bilder gebracht, man sieht ja das Eis noch, Sie filmen das von oben, von unten. Wenn Sie das dann filmen, dann wissen Sie, eigentlich sind das alles schlechte Nachrichten. Das heißt, Sie können nicht mehr mit dem naiven Blick des Arvid Fuchs von vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren das sehen. Nein, das ist richtig. Aber ich möchte eben auch den Menschen vermitteln, was wir im Begriff sind zu verlieren. Mhm. Also diese Ästhetik der Landschaft und auch diese Artenvielfalt, die man auch gerade im arktischen Raum hat. Das Eis, das Packeis, was schmilzt, ist ja nicht einfach nur ein Schifffahrtshindernis, sondern das ist Lebensraum für viele Tiere. Eisbär und ist Pflanzen. Ja ein Symbol Eisbär ist zum Beispiel dafür. Ja, am Ende der Nahrungskette. Nicht? Aber bis dahin gehen auch andere Gattungen eben verloren. Und ich glaube, wir lösen dieses Problem nur, wenn wir wirklich den Schulterschluss aller gesellschaftlichen Kräfte suchen und sammeln. Und das versuche ich im Rahmen meiner Möglichkeiten irgendwie zu realisieren, dass man Menschen mitnimmt und sie auch nicht verängstigt. Weil verängstigte Menschen, die machen halt zu, die machen dann gar nichts mehr. Also man muss irgendwie auch so ein bisschen Motivation. Ja, große, große Gratwanderung, die Sie jetzt mit uns gehen müssen, wenn es um die Arten geht. Also Artenschutz ist etwas, worum Sie sich schon kümmern müssen, weil Sie eben die Arten im Blick hatten. Wenn man jetzt sagt, eine Art stirbt aus, würde man sagen, okay, gerade heute habe ich gelesen, es ist eine neue Art entdeckt worden, eine Haiart in Australien vor der Küste. Was ist so dramatisch daran, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, einer Art, die ausstirbt? Wir müssen uns überlegen, dass wir auf der Welt, wie auch gerade der Kollege Fuchs gesagt hat, in einem System leben, was eine Kugel ist und was es uns in den letzten 10.000 Jahren als Menschen erlaubt hat, von vielleicht wenigen Millionen jetzt zu 8 Milliarden zu werden. Und es geht uns relativ gut. Uns Menschen. Uns Menschen, gerade im Norden. Mhm. Aber dieses System wird durch eine ganz komplexe Natur getragen. Wie schon gerade gesagt wurde, das Süßwasser spült oben rein. Mit einmal verändert sich die Strömung im Atlantik. Das würde bedeuten, dass hier Ackerbau und Viehzucht, auch wir wohnen, nicht mehr möglich wäre. Die Gasrechnung, die wir dann bekämen, wenn wir hier Zustände hätten wie in New York oder Kanada, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Wir leben von und mit der Natur. Aber wir haben dem Ganzen Krieg erklärt. Und wir wissen überhaupt nicht, auf was wir uns da eingelassen haben. Wenn eine Art ausstirbt, kann es bedeuten, dass es uns dreckig geht. Es kann auch keinen Effekt kurzfristig haben. Wir wissen aber überhaupt nicht, wie. Aber Arten sind ja immer ausgestorben. Sie haben im Naturkundemuseum in Berlin diese fantastischen Dinosaurier, Skelette und Knochen. Die sind auch vollkommen richtig. Der Natur ist es vollkommen egal, ob etwas ausstirbt oder nicht. Ja. Es geht hier darum, ob wir als Menschen überleben oder nicht. Darum müssen wir uns kümmern. Und darum wird sich die Natur nicht kümmern. Und wo ist der Unterschied zwischen dem Aussterben der Dinosaurier damals und dem, was wir jetzt an Artensterben sehen? Da gibt es eine witzige Parallele. Damals war es ein Meteorit, der als riesiger Block, Größe von Manhattan, einfach mal so in die Erde geknallt ist. Und dann ist es für ein paar Jahre dunkel und kalt geworden. Mhm. Heute benehmen wir uns, als wenn wir ein Meteorit wären. Damals war es also sozusagen ein Vorgang, der von außen kam, aus dem All.
Heute sind wir es als denkende Wesen, die sagen, wir sitzen auf dem Ast, dieser Ast ist die Natur, die trägt uns. Wisst ihr was? Kollektiv, lasst uns absägen. Sowas Beklopptes, das können wir uns einfach nicht leisten. Wir wissen, was wir tun und wir handeln nicht. Sie geben uns ein Beispiel. Sie haben uns eine Fledermaus mitgebracht. Die lebt nicht, die ist ausgestopft und trotzdem hat sie die Geschichte. Vielleicht kann das eine Kamera einfinden, wenn Sie es genau. Was ist das für eine Geschichte mit dieser Fledermaus? Das ist der große Abendsegler. Und der zeigt ziemlich gut, in welchen Konflikten wir uns bewegen. Über die Landwirtschaft, die wir betreiben, gibt es viel weniger Insekten. Dafür gibt es viel weniger von den Abendseglern. Die über den Klimawandel verändern ihre Brutgebiete. Die sind jetzt mit einmal in die Ukraine eingewandert und sitzen jetzt in Kharkiv. Wieso, was hat der Klimawandel damit zu tun, dass die jetzt ihr Brutgebiet verändern? Jede Art, auch wir als Mensch, sind an eine bestimmte Klimazone angepasst. Wenn sich diese Klimazone verändert, weil es im Osten oder im Norden wärmer wird, wie wir gerade gehört haben, dann wandern die da hinterher. Die sind jetzt in die Ukraine ausgerechnet. Zum Beispiel. Und die werden des Nachts, wenn sie wandern, von Windmühlen, die Elektrizität produzieren, geschnetzelt. Mhm. Das heißt, die Klimakrise und die Artensterbekrise ist eine einzige Krise, für die wir als Menschen Verantwortung übernehmen müssen. Ja, aber das mit den Windrädern ist genau das, was eben diejenigen sagen, dass mit erneuerbaren Energien, die ja da wichtig sind, damit man eben die Klimakrise bekämpft, die man unbedingt braucht. Und jetzt sagen Sie, die schnetzeln die... Aber ohne Windenergie oder regenerative Energie sterben noch viel mehr Arten aus. Das ist es, genau. Weil die Folge des Klimawandels zu einem massiven Artensterben führt. Und das große Drama ist eben halt, dass wir es nicht schaffen. Also wir haben jetzt in Montreal die COP15, die findet alle 2 Jahre statt. Ja. Man weiß seit 30 Jahren um dieses Problem und man ist nicht in der Lage, wie jetzt unlängst ja auch bei der Antarktis geschehen, Meeresschutzgebiete auszuweisen. Ja. Also es sind 25 Staaten sind dafür gewesen, 2 dagegen, Russland und China, die das auch im Vorwege schon blockiert haben. Vielleicht muss man auch mal das Prinzip der Einstimmigkeit da überdenken. Also ich meine, eine Abstimmung mit einer einfachen oder was auch immer für einer Mehrheit ist ja eigentlich ein urdemokratisches Prinzip. Ja. Und diese Konferenzen sind immer einstimmig und das führt eben dazu, dass einer das alles blockieren kann. Und die andere Sache ist die, es macht viel, viel mehr Sinn, die Natur zu schützen. Mhm. Weil diese Fledermaus, die in China die Covid-Pandemie verursacht hat, die ist auch über Klimawandel gewandert. Und das kostet uns jetzt ein Sechstel des gesamten Vermögens der Welt. Was meinen Sie, wie viel Artenschutz man dafür betreiben kann, für ein Sechstel? Wir haben eben gerade gehört, ein Viertel der Ukraine ist weg. Dadurch, dass hier eine Fledermaus gewandert ist, ist ein Sechstel des Weltvermögens weg. Das wird sich auf Generationen hin als Kosten auf unsere Gesellschaft niederschlagen. Das ist unverantwortlich. Weil mir das noch fehlt als eine kleine Erklärung. Wie genau wirkt sich denn das, die Arten sterben dann auf das Leben der Menschen aus? Also, wenn wir Klimawandel haben und wenn wir eine steigende Weltbevölkerung haben, dann vermehren sich die Kontakte zwischen zum Beispiel Fledermäusen und Menschen. Das haben wir gelernt in der Corona-Pandemie. Und die tragen, wie andere Flugsäugetiere auch, jede Menge pandemiefähige Dinger in sich. Das sind die Zoonosen, das sind die Krankheiten, die von eben den Tieren auf die Menschen. Soweit habe ich es verstanden. So, und wir tun alles, damit es mehr dieser Begegnungen gibt, damit die Wahrscheinlichkeit für Zoonosen größer wird. Und das ist recht gefährlich, weil Covid war eine milde Pandemie im Bezug auf die Möglichkeiten, die Natur für uns bereithält. Gut, Sie sagen, die Tiere muss man schützen, die Arten. Wie viele Arten haben wir auf der Welt? So, wenn wir das mal wüssten. Ach so. 2 Millionen haben wir beschrieben, 200 Millionen wird es wenigstens geben. Wir gucken nach dem Leben auf dem Mars, geben dafür Geld aus. Aha. Jeff Bezos und Elon Musk, on you go, ja. Schön, schön dahin. Mich interessiert es wenig. Mich interessiert, was es an Leben auf der Erde gibt. Und Sie sagen, wir wissen gar nicht, wie viele Arten es gibt. Nee. Wissen wir denn, wie viele gerade sterben? Wir wissen, dass es 150 am Tag sind. Das stimmt aber nicht, weil
Wenn diese Fledermaus aussterben würde, ja, dann stirbt nicht die Fledermaus aus, sondern alles, was mit und in der Fledermaus lebt. Das heißt, Hunderte, Tausende von Arten sterben, wenn diese Fledermaus stirbt. So, Sie haben gerade angefangen, von dieser Weltnaturkonferenz, der Weltnaturgipfel, so heißt er in Kanada, ja, zu sprechen. Der startet jetzt, er hat ein Ziel, nämlich 30% der Meere, 30% der Landfläche unter Schutz zu stellen. Erst einmal, was würde das verändern? Und wie müsste man das machen, damit es funktioniert? Man müsste diese Zonen natürlich definieren. Wo sind sie? Ich habe das am Beispiel der Antarktis eben gerade schon angesprochen, wo es eben diese Krillfischerei gibt. Die für einen Krill sind so kleine Mini-Krebse, Garnelen. Das ist das, wovon die Wale leben, ja, unter das anderem. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, ja, in der Nahrungskette. Und für den menschlichen Konsum ist das überhaupt nicht geeignet. Es wird Tierfutter und industriell irgendwie verwertet, wird in großen Mengen gefangen, gerade von den eben genannten Ländern von China und Russland. Und wenn dieser Baustein aus dieser Nahrungskette rausbricht, dann bricht eben halt die ganze Nahrungskette zusammen. Das betrifft nicht nur die Wale, das betrifft auch die Pinguine und ganz viele andere Gattungen, die dort eben sind. Und es wäre so einfach, einfach ein Rückzugsgebiet in den Meeren auch zu schaffen. Und zwar nicht nur in der Antarktis, in anderen auch. Ein ganz kleines Beispiel, wir haben jetzt einen Trawler, einen Hochseetrawler beim Löschen zugesehen. Der hat 650 Tonnen gefrorenen Heilbutt angeliefert, nur die Filets. Der war 3 Wochen auf See, nur um mal zu zeigen, wie viel das ist. Das sind 30, 40 Fußcontainer voll. Dann fährt er wieder raus und kommt nach 3 Wochen wieder und in der Zwischenzeit kommen andere. Wenn wir weiter so mit den Ressourcen des Meeres umgehen, dann ist er irgendwann nicht mehr da, wie am Beispiel Neufundlands ja auch zu sehen ist, wo man den Dorsch eben ausgerottet hat quasi, weil man ihn überfällt. Hat, der kommt auch nicht zurück, der regeneriert sich nicht. Und das liegt, und das ist eben der Punkt, glaube ich, den man vermitteln muss, es liegt nicht in unserem Interesse, so wie Sie das auch gesagt haben, dass wir so verfahren, weil der Natur ist es egal und ohne die Ressourcen dieser Natur können wir eine Weltbevölkerung nicht ernähren. Und deshalb brauchen wir diese Rückzugsgebiete für die Meeresflora und Fauna und natürlich auch genauso an Land. Und wenn wir weiterhin auch den Regenwald abholzen, wenn mehr als 20% der Regenwaldfläche abgeholzt sind, dann zerstört er sich selbst. Das heißt, dann ist er nicht mehr zu retten. Sie haben, als die Konferenz in diesem Sommer schon mal beginnen sollte, sie ist dann verschoben worden, haben Sie einen Appell, einen wirklich dramatischen Appell mit anderen Wissenschaftlern gestartet. Sind Sie denn ein Optimist, dass dieses Ziel auf diesem Klippengipfel dann auch erreicht, jetzt lacht er schon, dass das erreicht wird, 30% des Landes, 30% der Meere unter Schutz zu stellen? Es hat die letzte dieser großen Konferenzen 2010 gegeben in Japan, in Aichi. Da hat man sich politisch auf 20 Ziele geeinigt. Nicht ein einziges ist erfüllt worden. Das heißt, wir können uns gar nicht auf die Politik in dieser Sache verlassen. Wir müssen neue Koalitionen finden zwischen Gesellschaft, wir müssen unser Konsumverhalten verändern, Wirtschaft, wir müssen die Zyklen ändern und Wissenschaft. Und dann wird die Politik schon mitmachen, weil Politik macht ja am Ende auch nur das, was die Mehrheit will. Und wir müssen Mehrheiten für Natur gewinnen. Also Sie glauben nicht, dass dieser Gipfel irgendetwas bringt, höre ich Sie richtig? In 10 Jahren werden wir sagen, er hat nichts gebracht, leider. Sind Sie auch so pessimistisch, Herr Fuchs? Ich bin leider auch pessimistisch, dass diese konkrete Konferenz jetzt nicht das erhoffte Ziel bringt. Aber ich bin insofern optimistisch, als dass wir noch die Chance haben, etwas zu machen. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine wichtige Botschaft. Also sich zurücklegen und sagen, so Fatalismus zu leben und sagen, es hat ja eh alles gar keinen Zweck, dann schaffen wir uns ab. Und das darf eben nicht passieren, deshalb never give up. Und das bringt mich zu dem Punkt, es gibt ja Menschen, die, apropos Botschaft, die eine Botschaft im Moment gerade mit ziemlich interessanten Mitteln in die Öffentlichkeit tragen. Das sind die Klimaaktivisten der letzten Generation. Sie hatten die auch in Ihrem Museum. Die haben sich am Dinosaurier festgemacht. An den Gestängen, So an den Gestängen. Wir sehen das, das sind eigentlich Menschen, die ihre Ziele verfolgen. Trotzdem haben sie die angezeigt. Warum? Wir haben sie angezeigt und wir haben sie eingeladen, zu einer Diskussion zu kommen, damit wir über das Ganze und über das Thema reden. Und da sind sie eine Woche später da gewesen. Das ist Sachbeschädigung gewesen, das gehört sich nicht. Auf der anderen Seite sind wir als Leibniz-Forschungsmuseum ein Ort, wo der Dialog zwischen, hier in diesem Fall Politik, Polizei, Wirtschaftstreibenden und der Wissenschaft geführt wurde. Und das muss gemacht werden. Und darin liegt mein Optimismus. Mein Optimismus ist... Mein Optimismus liegt darin, dass jetzt sich neue Koalitionen bilden, die Veränderung vorantreiben werden und die Politik wird hinterherlaufen. Gut, das nehmen wir jetzt als Botschaft heute Abend. Wissen, dass wir die Politik treiben müssen, anstatt dass sie nichts tut. Und danken für den Moment
für diese Einsichten. Vielen herzlichen Dank, Arvid Fuchs, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank, Professor Johannes Vogel.